Die jullie op jeden Fall. Jetzt sind wir der Beste! Musst du eine Meinung an? Ich hörte nur eine einsame Krieg, eine Lady, die war in Ohnmacht und war sehr im Tür. 8, 9, 10, na, was gab's denn da zu sehen? Ja, und die zweite! Top van Winter! 1, 2, 3, na, was ist denn schon dabei? Und als dritte, die Julia! Und die vierte im Bunde, X-Tree! 1, 2, 3, na. Oh gut, zur Wertung nach... Thank you.
Ein Pärchen aus dem Publikum, Mandel, Weiberl, ihr müsst es nicht zusammen sein, vielleicht kommt es nachher zusammen. Rasch, rasch. Mandel, Weiberl, Freiwillige vor, sonst hol ich mir welche, ich war nicht. Na du nicht. Ach so, Ausreife bitte. Hier ist ein Bärchen. Vorsicht, Eierspeis. Bitte auf die Bühne. Ja, ein Gentleman. Nicht bewegen! Konzentration! Nicht bewegen! Achso, warte, ich bin im Brüdel, nicht, dass du mich noch einmal jetzt hörst. Ja, bitte! Konzentration für Meisterin. Nicht lachen, nicht Kopfschütteln. Quattro minutos. Andale, andale. Thank you.
fertig, die junge Frau ist fertig. Moment. Auf die Bühne zum Präsentationieren. Ah, perfetto. Er muss da. Oh, perfetto. Okay. Die Wertung bitte. Achso, du musst runtergehen, okay, wieso? Das ist ja eine Schasauger, das ist ein Risiko. Merkt euch ganz genau die Farbe und das Symbol. Höher. Ganz genau die Farbe und das Symbol. Eine Karte merken bitte. Ja, jeder andere. Habt ihr die? Wunderbar. Habt ihr das merkt? Richtig, wirklich. Super, weil ich hab das letzte Mal nicht zusammengebracht. Jetzt lege ich diese Karten. Jetzt lege ich diese Karten auf. Und ich weiß, welche ihr euch ausgesucht habt. Schon am Weg. Ja, was machst? Mir das Mikro wegnehmen. Ich werde euch in der nächsten Runde von meinem Talent überzeugen. Ja? Aber eins habe ich euch jetzt schon zu sagen. Gebt nicht auf und nehmt den Schmerz in Kauf. Es war ein In-Joke, aber ist wurscht. Das war eine Hommage an den Thor Tonninger, aber wurscht. Für die, die ihn nicht kennen. Ja, die Wertung bitte! Das war kurz und schmerzlos. Gell, jetzt hat es Schichtel drunter, wirklich. Also was ist? Hast du einen Notsch? Ausgeschieden wird nur durch K.O. oder Aufgabe. Ja, left, so ja. Eins, zwei, drei, vier.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Die erste, die ausgeschieden ist, ist die Julia. Er feuert es an, wenn er immer. Oh. Ein Elbo, das tut da war wie am Astern, glaube ich. Hallo? Was hat den Nägeln abgebrochen? Wieso hast du den Nägeln abgebrochen, extrem? Ist ganz blöd, ne? Geh Hockey, ordentlich! Hey, es sind Streicheleinheiten, Hockey! Ich hab ihn Rest! Flieger bis Herz! Das heißt, Reise um die Brust auf und Spooky aufs Herz, aber wurscht! Also Bandito liegt am Boden, ich könnte angezählt werden. 3, 4, 5, 6. Ah, Ciapella ist wieder auf den Beinen. Na, die steht schon. Also fast. Hockey! Lass sie aus, die Frittaten! Das sind Haare da hinten! Also wirklich, das hat mich so gefreut, dass es uns gelungen ist, dass wir fast nur Studenten da haben und jetzt kommen solche Meldungen. Ja, ein Side-Headlock und aua, wir daran zwei. Macht es um! Jetzt ist es hart. 2, 3, 8, 4, 5, 6, 7. Moment, da liegt noch eine. Du musst von neu anfangen. 1, 2, 3, 8. Referee, lass dich nicht ablenken. Er tut nicht, oder was? Wir fangen an. Was ist? 6, 7. Siegerin des Kampfes, Extreme! Aber da wir die Prinzessin gesucht haben, das ist die zweite, Schatzi. Du bist praktisch die Mami von der Prinzessin, das ist los. Ja, du hast ja die Regeln durchlesen müssen. Die Steine sollen da ankündigen, ich kann nichts dafür. Das heißt, ich darf alle Wrestler. Extreme! Und Extreme! Ich darf einmal alle Wrestler und Extreme hinten in die Umkleide bitten und ohne dass ihr da irgendwelche Schwachsinnigkeiten macht. Zack, zack! Mirko, Ricci Zanoni, Arturo Martinez. Vamos, amigo, vamos, ah! Yeah.
zuerst kommt das Wichtigste. Du hast am nächsten Kampf einen sehr wichtigen Part. Du kannst dir gerne helfen, du darfst deiner Prinzessin. Extreme, lass deine Tochter in Ruhe, setz dich dorthin, wo du hingehörst. So, jetzt ganz kurz noch, dafür muss ich natürlich. Aha. Zweite Teilnehmer. Der dritte Teilnehmer muss die Musik voller reden. Habe ich gesagt, ich bin ein fünfter italienischer Meister. Ich habe immer die Schulden. I'm with the get off the road. I'm with it, so let me put my big brown people on. I'm coming with the disco, I can flip so. I'ma drop a solo tip. Something for the honeys in the crowd. Let me get rid of it, so I can turn the party out. Till tomorrow afternoon. Cause when I grips my skills, no one leaves the room. So tell me, can you feel the mask goes coming with the fever, fever, fever. Der vierte Teilnehmer. Ja, aber ist schon drum. Ja. Aber gut, aber schon drum. Yeah.
Wer ist wieder da? Mir nur uno, Jugo, ha? Wenn ich rede, bist du Gusch. So, Prinzessin, weißt du, wer ich bin? Mirko. Du weißt, wer ich bin? Der Vanilla Gorilla. Ich bin der Vanilla Gorilla. Vamos! Der eiskalte Thriller. Aber am besten der ultimative Lady Killer. Der Champ, die Nummer 1, der King von Otterkring. Und wisst ihr warum? Weil ich der Jugo bin. Wisst ihr warum? Nein, weil ich der Jugo bin. Nein, ihr wisst es nicht. Weil ich der Jugo bin. Der 50er Teilnehmer, bitte. Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. En el destino de Santo. ¡El Santo Macho! La arena estaba de contentos de la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro juntos. Neymar! Okay, na, einen haben wir noch, den darfst du auch spielen. Hugo! Ich bin zwar ab und zu Multitasking-fähig, aber wir haben eine Prinzessin, die wird ab jetzt das Kommentieren übernehmen. Ne? Und du solltest dort sein, wo du hinkommst, lieber Referent. Oh, Mutter, ja, ich wollte die Alte! So einen wunderschönen guten Abend, meine Herren. Servus, Schatzi. Zwetschgenkrampus. Wer in Gottes Namen ist dieser Hugo da hinten? Hugo! Es ist mir egal, wer heißt. Der wird sehen, dass ich heute King von Underground werde. Ja! Der Hugo macht das! Hugo! Der Hugo! Durch den Haken, Hugo! Referee! Hugo! Mach ihn zu! Du sollst da hinten nicht sitzen, du musst den Kampf freigeben! Kampf frei! Ey, hau nicht ab, geh hinein da, ey! Jetzt warte! Ich mag Scheiße.
Zeit und Ort. Ich mag Bischof, probier's nochmal. So viele starke Jungs heute hier. Führen auf! Zanoni? Humungus ist ganz jung. Das Handtuch ist dort. Oh, ihr müsst von vorne anfangen. So. Es gibt Zanoni, Zanoni. Das Handtuch, ich will das Handtuch. Das ist ein es liegt schon auch das Handtuch am Boden. Okay, es geht nur vorne. Bischof, Bischof, du bist ganz nah. So. Mirko, Mirko, nicht, nicht auf. Oh. Leute, geht's in Deckung? Hugo und Mirko. Und wieder ein zweites Mal. Es ist ganz nah, es ist ganz nah. Aber Hugo. Oh, denn. Wieder am Boden, Vinzi. Das Handtuch wird schmutzig. Es ist wieder zurückgekommen, Humungus, hol's, hol's, hol's! Mirko? Das Publikum muss ein bisschen ausleiten oder einfach zurückwerfen. Werft ihn zurück. Das Handtuch? Sorry, sorry. Der Bischof! Nein! Was? Humungus hat sich verletzt! Sander, take the chance! Take the chance! Martinez? Was geht hier gerade? Ihr vergesst das Handtuch. Das Handtuch, es geht um mich, bitte. Es geht um mich. Es geht um mich. Es ist gleich vorbei. Aber es ist Santo Macho, der neue Kämpfer. Quincy. Von vorne. So. Ich weiß, es ist total schwierig, da durchzuschauen, aber ihr feuert einfach jeden an. Es ist total wichtig, dass der. Aber nicht ganz Japan Fugo gegen Mirko, Champion. Aus diesem ganzen. Hugo! Hugo! Hugo steht alleine! Hugo steht alleine! Ah! Damit kannst du dich nicht. Oh, Martinez! Dein Handtuch! Mir ist der Gast aus Japan! Oh, Humungus! Wir gehen auf der Wampe!
Jawohl! Was hat er gesagt? Würgen auf der Wampe. Ein Knie ist schon demoliert. Ihr könntet mal ausselektieren, dass ich ein bisschen mehr Übersicht habe. Sehr gut. Arturo 2, alte Feinde. Der fliegt auf ihren drauf jetzt. Es wäre der Weg frei. Mungus hatscht schon, es geht. Kurz davor. Die Santo Machi kann auch mal ein bisschen Einsatz zeigen. So. Das mag ich. Ist verletzungsgefährlich. Das Handtuch hätte ich gern und nicht einen völligen Krüppel, bitte. Scheiß auf die Krone, genau. Aber ich bin trotzdem beeindruckt. Ein harter Schlag. Du machst es auch mit dem Einsatz? Unser Gast, Hugo, stürzt sich ins Geschehen, Hugo. Ja, das Bild der Götter. Schlag. So, meine Herren, ich glaube, ihr habt das Handtuch vergessen.